So, Herr Dr. Helka, wir starten eine neue Reise und du bist ja so sportlich angezogen. Was ist das denn? Ja, wir sind heute auf dem Weg in mein Home Gym, ein bisschen trainieren. Ich habe ja diese Woche ein bisschen Urlaub oder wie andere ganz liebevoll sagen, behandlungsfreie Zeit, weil in behandlungsfreier Zeit kann man ja trotzdem ein bisschen was Produktives machen. Ihr kennt mich, Urlaub gibt es in dem Sinne nur, wenn ich wirklich wegfliege. Wenn ich hier bin, dann mache ich auch was Vernünftiges. Und vernünftig ist eben auch Sport. Und deswegen sind wir jetzt gerade auf dem Weg. Ja, genau. Vernünftig ist auch das, was du mir damals gesagt hast. Denn du sagtest, Umfeld ist alles. Und optimiere dein Umfeld, dann optimierst auch du dich. Ja, und so habe ich natürlich dann eigentlich alle meine Freunde gekündigt, rausgeschmissen. Na, so schlimm war es nicht, aber ein paar. Nein zu sagen gehört auch dazu. Da haben wir auch ein anderes Video. Und das hat mir so viel gebracht und mir so viel geholfen. Erzähl den Leuten doch mal bitte das, was du mir damals gesagt hast. Ja, also das Thema Umfeld ist für mich, also ich habe das ja selber gehabt, dieses Erwachen, sag ich mal, diesen Moment der Wahrheit, wo ich erkannt habe, scheiße, du hast ein schlechtes Umfeld und dein Umfeld behindert dich in dem, was du erreichen möchtest. Und über das Thema reden wir heute mal so ein bisschen tiefer. Warum ist dein Umfeld einer der wichtigsten Faktoren für deinen persönlichen, aber auch beruflichen Erfolg? Und zum einen sagt man ja schon, das Umfeld prägt. Das kennt man sogar. Also das ist ja nichts Neues, was ich erzähle, sondern man sagt ja hier schlechter Umgang und dann kommst du auf die schiefe Bahn. Aber irgendwie so richtig aktiv prägen wir doch unser Umfeld nicht. Zumindest nicht, wenn wir uns nicht wirklich aktiv damit befassen. Und irgendwie schlittert man in Bekanntschaften rein, man schlittert in so Sachen rein, in sein Umfeld. Und ja, und dann erträgt man das oder beziehungsweise lässt es über sich ergehen. Und ich finde, das ist absolut genau der falsche Ansatz. Denn man kann doch sein Umfeld aktiv gestalten. Und wie das geht, darüber sprechen wir heute. Also, zum einen muss man erstmal sagen, was passiert denn, wenn ich ein ganz bestimmtes Umfeld habe? Was ist Umfeld? Umfeld sind die Menschen, die mich täglich umgeben und die mir Input liefern in mein Gehirn. Ja, das heißt, du hast Menschen wie deine Familie, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, die Menschen, mit denen du deine Freizeit verbringst, die Menschen, mit denen du Sport machst, wie den, der hier gerade neben mir sitzt. Und diese Menschen, die interagieren ja mit dir. Und was passiert dann? Jede Interaktion löst in deinem Gehirn etwas aus. Nämlich du überprüfst deine internen Glaubenssätze, deine internen Werte, ob das, was derjenige dir da gerade reingibt, eventuell etwas in dir ändern sollte oder nicht. Und zwangsläufig, wenn du immer wieder das Gleiche hörst von deinem Umfeld, wird sich irgendwann dein Gehirn irgendwelche Dinge davon abgucken. Das heißt, du nimmst automatisch Glaubenssätze, Werte und Verhaltensweisen von deinem Umfeld auf. Sogar Sprache, Denkmuster. Du kennst das. Du fährst in den Urlaub und ja, dann hörst du da zwei Wochen lang irgendwelche anderen Dialekte und vielleicht auch andere Worte oder im Prinzip so kleinere Satzfetzen. Und plötzlich ertappst du dich dabei, wie du das übernimmst. Und das ist völlig normal, weil wir als Menschen gleichen uns immer so ein bisschen unserem Umfeld an. Das ist auch sehr sinnvoll gewesen in den letzten 1000 Jahren, 2000, 10.000 Jahren, weil man natürlich zur Gruppe dazugehören wollte. Und das Gehirn eben, es war vorteilhaft, wenn man sich den, sag ich mal, den Verhaltensweisen des Durchschnitts irgendwie angepasst hat. So, was früher sehr, sehr positiv war, ist teilweise, nicht immer natürlich, nämlich wenn du ein sehr positives Umfeld hast, ist es natürlich sehr positiv, dass du die positiven Sachen annimmst. Aber wenn du ein teilweise negatives Umfeld hast, nimmst du natürlich auch diese teilweise negativen Dinge auf. Das heißt, du bist im Großen und Ganzen der Durchschnitt der Menschen, mit denen du dich umgibst. Es gab mal jemanden, der hat gesagt, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du dich umgibst. Mit denen du dich am meisten umgibst. Ist aber Quatsch, weil es sind nicht nur die 5, sondern sind 10, 20, 30, 50, mit wie viel auch immer du interagierst. Klar, der, mit dem du am meisten interagierst, der hat den größten Einfluss auf dich. Das mag deine Frau sein, das mag deine Mutter sein, das mag dein Vater sein, deine Schwester, wer auch immer, dein Arbeitskollege, wer auch immer die meiste Zeit mit dir verbringt, hat den meisten Einfluss auf dich. So, und jetzt, wenn ich jetzt mein Leben möglichst positiv gestalten möchte, dann möchte ich doch, dass mich möglichst viele positive Menschen umgeben. Denn ja, das Umfeld, wenn du es veränderst, verändern sich auch die Inputs. Und damit auch irgendwann deine Verhaltensweisen und damit auch ultimativ dein Charakter und deine Ergebnisse und alles, was im Leben bei dir so ankommt. Und das heißt, du möchtest natürlich eigentlich dein Umfeld aktiv optimieren. Du willst Energievampire minimieren, du willst Leute, die dich klein halten, minimieren, du willst Neinsager minimieren, zumindest wenn du ein positiver Mensch bist. So, jetzt musst du mir sagen, links oder rechts? Geradeaus rechts. Geradeaus rechts. Und
Ja, was geht damit einher? Jetzt, das ist natürlich super einfach gesagt. Jetzt sagst du ja, meine Mutter, die meckert zwar immer nur rum, aber ich kann doch jetzt nicht den Kontakt zu meiner Mutter abbrechen oder den Kontakt zu meinem besten Freund oder den Kontakt zu meiner Schwester oder wen auch immer. Ja, das stimmt. Das ist ein Stück weit eine Konfliktsituation. Aber du musst in der Hinsicht eine Entscheidung treffen. Das heißt nicht, dass du mit deiner Mutter gar keinen Kontakt mehr haben sollst, wenn sie dich ständig nur mit negativen Dingen belastet. Aber wenn du dich nach jedem Kontakt schlecht fühlst, dann musst du dir überlegen, ob du die Zeit oder die Kontaktzeit gegebenenfalls reduzierst zumindest. Und vielleicht anderen, die dich wirklich positiv beeinflussen in deinem Leben, mehr Kontaktzeit einräumst. Weil du hast nur 10 Stunden, 12 Stunden, 14 Stunden am Tag. Und in diesen 12, 14 Stunden möchtest du ein positives Umfeld haben. Das heißt, finde, ohne dass du vielleicht alte Kontakte komplett abwürgst, andere, finde ich, ist sehr sinnvoll, komplett abzuwürgen. Wenn die zum Beispiel nicht zielführend sind, Arbeitskollegen, Freunde. Ja, viele schleppen Bekanntschaften durch ihr Leben, die vielleicht irgendwann mal gepasst haben, weil vielleicht man in der Schule einen gewissen gemeinsamen Nenner hatte, die aber mittlerweile überhaupt keine Gemeinsamkeit mehr haben. Und dann fühlen sich diese Leute regelmäßig dann plötzlich, stehen die dann um 2 Uhr irgendwo in einem Partykeller und sagen, ey, was mache ich eigentlich hier? Ich habe doch überhaupt nichts mehr gemeinsam mit diesen Menschen. Ja, und das soll auch wirklich nur sein, wenn es wirklich so ist. Ja, das heißt, stell dir die Frage, was bringe ich diese Leute weiter und bringen mich diese Leute weiter, mit denen ich hier gerade interagiere und in denen ich gerade meine wertvolle Zeit, Zeit ist das Wertvollste, was du hast, denen ich gerade meine wertvolle Zeit opfere. Und natürlich bringt das Konflikte mit sich. Das heißt, wenn du am Anfang diese Kontakte reduzierst, werden Nachfragen kommen. Hey, warum meldest du dich nicht? Hey, warum bist du auf den Partys nicht mehr? Wir haben doch immer gesoffen. Oder warum machen wir dies und das nicht mehr? Ja, und dann musst du natürlich ein gewissen Maß Charakterstärke zeigen und sagen, hey, ich habe momentan gewisse andere Ziele. Ich möchte gerne mehr erreichen. Ich möchte gerne weiterkommen. Oder du kannst es eben auf eine etwas, sag ich mal, ein bisschen konfliktärmere Art und Weise sagen, hey, ich habe gerade einfach keine Zeit oder hey, es passt mir einfach gerade nicht. Und irgendwann werden diese Kontakte sich von alleine passiv reduzieren. Ja? Und das ist so der beste Weg, den du da gehen kannst. Und setz dir gewisse Zeitkontingente für die Menschen, mit denen du vielleicht nicht mehr so viel Kontakt haben willst. Und die solltest du dann eben auch nicht überschreiten. Und jetzt kommt aber die andere Seite. Wie schaffst du es denn, dein Umfeld möglichst positiv zu gestalten? Also wie lernst du denn jetzt dieses möglichst positive Umfeld kennen? Denn was ist der Preis, ja, wenn du diese negativen Leute weiter dein Leben besetzen lässt? Du wirst keine Zeit haben, neue Kontakte zu knüpfen. Du wirst keine Zeit haben, dein Umfeld zu optimieren und an den Dingen zu arbeiten, die dir wirklich wichtig sind. Und ja, so die Tipps für ein besseres Umfeld ist zum einen natürlich, werde aktiv. Das heißt, du wirst überall im Leben immer wieder Kontakte haben, von denen du denkst, wow, das ist aber interessant, aber die du irgendwie nicht weiterverfolgst. Und hier musst du aus dieser Spirale aussteigen und sagen, hey, ich werde jetzt einfach mal aktiv. Wir haben die Nummern ausgetauscht auf irgendeinem Event. Ich melde mich jetzt einfach mal bei dem und versuche, diesen Kontakt aufzubauen. Und wenn du merkst, das ist wirklich ein Kontakt, der dich weiterbringt, das ist eine Bekanntschaft, die vielleicht wirklich total positiv für dich werden könnte, für beide Seiten übrigens, dann musst du da wirklich dranbleiben und diesen Kontakt einfach herstellen. Und auf der anderen Seite musst du natürlich Nein sagen lernen. Zu sagen, hey, ich lehne gewisse Events ab. Ich sag, okay, zu der Party gehe ich eben dann halt nicht hin. Aber du musst dir auch eine Frage stellen. Wenn du ein positives Umfeld haben willst, dann sind das ja meistens Menschen, die selber sehr aktiv sind, die selber sehr positiv sind, die selber auch ein gutes Zeitmanagement haben. Was bringst du denn mit? What do you bring to the table? Weil niemand, der erfolgreich ist und der weiter ist als du, weil das sollte ja tendenziell dein Ziel sein, dein Umfeld so zu optimieren, dass du auch Kontakt hast zu Menschen, die wirklich weiter sind als du. Was bringst du denen denn mit, um ein wertvoller Gesprächspartner, ein wertvoller Kontakt, eine wertvolle Bekanntschaft, ein wertvoller Freund zu sein? Und dementsprechend musst du schauen, dass du da eben natürlich dich auch selber optimierst, dass du selber die beste Version deiner selbst wirst. Und ja, du musst halt eben im Prinzip selbst aktiv das beste Umfeld für die sein. Ja, wie kannst du selber ein gutes Umfeld für andere sein? Die Frage solltest du dir auch immer wieder stellen. Und dann vielleicht noch ein paar Tipps. Wo findest du denn diese Menschen? Wo sind die? Wo sind die unterwegs? Und die sind eben
meistens auch da unterwegs, wo es nach vorne geht, da unterwegs, wo die Menschen an sich selber arbeiten. Das sind einmal Seminare. Ich habe bestimmt 50% der besten Kontakte in den letzten Jahren auf Seminaren kennengelernt. Weiterentwicklungsseminare, persönliche Weiterentwicklung, wo es um im Prinzip irgendwelche fachliche Weiterentwicklung geht, weil dort sind die Menschen, die eben auch am Samstagabend oder am Sonntag sich nicht so schade sind, um an sich und an ihren Zielen und an ihrem Mindset zu arbeiten. Also das kann ich dir sehr, sehr empfehlen. Das Zweite sind natürlich Mentoren. Das heißt, such dir vielleicht aktiv wirkliche Mentoren. Dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht. Die verlinken wir auf jeden Fall oben im i. Das sind Menschen, die vielleicht ein Stück weiter sind als du. Also auf Seminaren findest du häufig Leute, die ähnlich weit sind wie du, aber die vielleicht an sich selber aktiv arbeiten, und zwar an der Problematik, die dich auch selber gerade beschäftigt. Also das ist ein toller Selektionsprozess, ein sehr guter Filter, auch vielleicht über das Geld, was das Seminar kostet, weil wenn es halt Geld kostet, dann ist das auch ein Filter, um die negativen Menschen, die da eben ja, vielleicht irgendwie nur günstig irgendwie ihre Zeit totschlagen wollen, rauszufiltern. Dann sind natürlich Bücher sehr, sehr wichtig. Das ist auch eine Art von Umfeld, weil du bekommst ja über Bücher einen Einblick in das Mindset von jemandem, der sich sehr, sehr tief und sehr, sehr eingehend mit einer Problematik beschäftigt hat. Auch super, super, super wertvoll. Und natürlich auch zum Beispiel über Quality Content. Also das, was früher Bücher waren, ist ja jetzt mittlerweile teilweise Content, Online-Inhalte, weil da bekommst du Einblick in die Köpfe der Besten. Und auch das ist so eine Art Umfeld, weil auch die beeinflussen dich natürlich mit ihrem Mindset und mit ihren Glaubenssätzen. Und zwar, und das sehr, sehr, sehr positiv. Ja, das war so ein bisschen das Thema Umfeld. Für mich persönlich hat das in den letzten 5 Jahren alles umgedreht, wirklich. Also wenn du mein Umfeld vor, na sagen wir mal nicht 5 Jahre, sagen wir mal vor 8 Jahren gesehen hättest, würdest du nicht glauben, wie sich das verändert hat. Und es ist ein aktiver Prozess gewesen. Es musste wirklich, das ist wie wenn du dein Zimmer mal wieder oder deine Wohnung nach 5 Jahren mal wieder aufräumst und du merkst, was da eigentlich für ein Müll rumliegt. Und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du diesen Müll findest, dass du ihn aktiv beseitigst und Platz schaffst für Neues, was schöner, besser und produktiver für dein Leben und für dein Weiterkommen ist. In diesem Sinne, setz um, schaff dir ein besseres Umfeld und merke in den nächsten Jahren, wie dich das wachsen lässt. Liebe Grüße und bis bald. Ciao.